Warum wir verkleidet sind? Na, heute ist doch Faschingsmontag. Piep, 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 piep. Was da gefeiert wird? Naja, Fasching bzw. Karneval ist eine Tradition mit christlichem Hintergrund und gilt als fünfte Jahreszeit. Diese Zeit beginnt am 11.11. um 11.11 Uhr. Die Schnapszahlen läuten die Zeit der Narren ein. Die wichtigsten Feierlichkeiten finden zwischen Ende Januar und Anfang März statt. Und zwar zur stets auf einen Donnerstag fallenden Weiberfastnacht, an Faschingssonntag, Rosenmontag, Faschingsdienstag und Aschermittwoch. Ein Fest mitten im Winter also. Die Wörter Fastnacht und Fasching beziehen sich auf das Fasten und Karneval stammt vermutlich aus dem Lateinischen und bedeutet Carnem Levare, den Verzicht auf Fleisch. Zu Fasching wird gefeiert, getrunken und üppig gegessen, denn mit dem Aschermittwoch und dem Aschermittwochsgottesdienst, bei dem den Teilnehmern ein Aschenkreuz auf die Stirn gemalt wird, beginnt die 40-tägige Fastenzeit in Vorbereitung auf das Osterfest. Also eine Zeit, in der auf das, was man zu Fasching noch im Übermaß genossen hat, verzichtet wird. Traditionell ist zu Fasching außerdem der Krapfen, je nach Region auch Kreppel, Berliner oder Pfannkuchen genannt. Hier, bitte. Oh, danke. Und so mancher Scherzkeks erlaubt sich auch mal, ihn statt mit Marmelade mit Senf zu füllen. Faschingsumzüge dienen traditionell neben Spaß an der Freude auch dazu, satirisch Kritik an politischen und anderen Eliten zu üben. Außerdem wird Kamelle, also Süßigkeiten, in die Mengen geworfen. Und auch die gereimten Büttenreden dienen der Kritik des einfachen Bürgers an den Mächtigen. Organisiert werden die Veranstaltungen zumeist von Karnevals- bzw. Faschingsvereinen, in denen sich Karnevalsbegeisterte zusammenschließen. Je nach Region ernennen diese beispielsweise einen Karnevalsprinzen oder ein Prinzenpaar. Am Aschermittwoch wird der Karneval vielerorts zu Grabe getragen. Karneval bzw. Fasching wird vor allem in katholisch geprägten Regionen der Welt und somit bei weitem nicht nur in Deutschland oder Europa gefeiert. Und da ich, wie ihr wisst, mit meinem Zaugestab nicht nur zeigen, sondern auch zaubern kann, feiern wir dieses Jahr in Rio. So, Anselm, schau dich genau um. Der Osterhase war bestimmt schon da. Piep, 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 piep. Ja, ein Hoch auf den Osterhasen. Obwohl das Osterfest ja eigentlich kein Fest zu Ehren des Osterhasen ist. Piep, 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 piep. Ostern ist ebenso wie Weihnachten ein christliches Fest, das mit Jesus in Verbindung steht. An Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, soll Jesus zum Pascha-Fest auf einem Esel nach Jerusalem geritten sein. Angeblich haben die Menschen Palmzweige auf den Boden gelegt, damit kein Staub aufgewirbelt wird. Meine Oma hatte den schönen Brauch, am Palmsonntag beim Spaziergang Schokoeier zu verstecken, die der Palmhas gebracht haben soll. Der darauffolgende Donnerstag, Gründonnerstag genannt, dient dem Gedenken an das letzte Abendmahl, also die letzte gemeinsame Mahlzeit von Jesus mit seinen Jüngern. Einen Tag später, am Freitag, soll Jesus gekreuzigt worden sein. Dieser Tag wird als Karfreitag bezeichnet. Ein Tag, an dem viele nicht nur aufgrund der Fastenzeit auf Fleisch verzichten, sondern ein Fischgericht essen, da der Fisch ein Symbol des Christentums ist. Und an Ostersonntag, so heißt es, ist Jesus auferstanden. Traditionell schneiden Menschen am Gründonnerstag Äste, beispielsweise einer Birke oder Palmweide, ab und stellen sie in eine Vase.
Bis zum Ostersonntag treiben diese dann häufig aus, was bedeutet, dass die Blätter aufgehen. Gerne wird solch ein Strauß Zweige mit bunt bemalten, ausgeblasenen Eiern oder bunten Plastikeiern geschmückt. In manchen Städten und Ortschaften gibt es sogar einen mit Eiern geschmückten Osterbrunnen, dessen Schmuck oftmals die Form einer Krone hat. Das Osterei war klassisch ein echtes, hartgekochtes Ei, das zu Ostern verschenkt wurde. Besonders daran war, dass in der Fastenzeit auch keine Eier gegessen werden durften, was die Freude auf dieses Lebensmittel erheblich gesteigert hat. Das Ei symbolisiert sowohl den Tod als auch die Auferstehung von Jesus. Das Tier, das die Ostereier bringt, ist in manchen Regionen gar nicht der Hase, sondern zum Beispiel der Fuchs, der Kuckuck oder der Storch. Dennoch ist der Glaube an den Osterhasen mit Abstand am weitesten verbreitet. In unterschiedlichen Gegenden wird am Samstag oder Ostersonntag ein Osterfeuer veranstaltet. Und auch Osterbeleuchtung, ähnlich der Weihnachtsbeleuchtung, findet zunehmend Einzug. Feuer als Symbol des Lichts und der Wärme spielt auch bei der Osterkerze eine Rolle. Der Osterspaziergang, dem Johann Wolfgang von Goethe sogar ein Gedicht gewidmet hat, ist in vielen Familien Tradition. Feiertage und Frühlingsanfang laden in die Natur ein. Und das Lamm? Dieses einstige Opfertier steht für Reinheit und Frieden und wird heutzutage vor allem in Schokoladen- und Kuchenform verzehrt. Dein Körbchen ist voll. Na dann, frohe Ostern! Die Geschichte von St. Martin kennen vermutlich die meisten, zumindest die Kurzform. Er lebte vor etwa 1700 Jahren, war Soldat im Römischen Kaiserreich und begegnete in jungen Jahren eines Wintertages hoch zu Pferde einem spärlich bekleideten Bettler, teilte seinen Mantel und gab dem Bettler die Hälfte. Genau, das war der Schlüsselmoment, so heißt es, der sein künftiges Leben bestimmte. Der Bettler war demzufolge Jesus, der ihm in der Folge nach dem Traum erschien. Martin konvertierte schließlich zum Christentum und verließ das römische Heer, um Jesus Christus zu dienen. Er gründete außerdem das erste Kloster und rief damit das abendländische Mönchstum ins Leben. Viele Jahre später ließ er sich in der Stadt Tours nieder. Die Bewohner wollten ihn zum Bischof ernennen, doch er fühlte sich nicht würdig und versteckte sich daher in einem Gänsestall. Doch durch ihr Geschnatter verrieten ihn die Gänse. Und auch wenn dieser Verrat nichts Schlimmes bewirkte, sondern lediglich zur Folge hatte, dass er schließlich zum Bischof von Tours ernannt wurde, leitet sich daraus der Brauch ab, zu dieser Jahreszeit Martins Gänse zu verspeisen. Abgesehen von die Gänse ist es ein fröhliches Fest. Die Laternen symbolisieren Hoffnung, Wärme, Trost und Nächstenliebe, insbesondere in der dunklen Jahreszeit. Die Kinder singen und gelegentlich werden je nach Region süße Backwaren wie Hörnchen oder Wegmänner geteilt. Insofern wünschen wir allen, ob groß oder klein, einen schönen Martinszug. So, ran ans Werk, Wirrich. Aber wieso hast du keinen Kürbis? Ich schnitze eine Rübenlaterne. Rübenlaterne? Die klassische Laterne war eine Rübenlaterne. Obwohl ein Kürbis sicher einfacher zu bearbeiten ist. Ach Quatsch, das klappt schon. Weißt du, Halloween wird zwar erst seit wenigen Jahrzehnten bei uns gefeiert, hat aber eine sehr lange Geschichte und stammt nicht etwa aus den USA, sondern eigentlich aus Irland. Wurde bei der Besiedelung Nordamerikas von den irischen Einwanderern quasi mit eingeführt.
Eigentlich geht das Wort Halloween auf All Hallows Eve zurück, was auf Deutsch Allerheiligenabend heißt und den Abend vor Allerheiligen meint. Allerheiligen ist jedes Jahr am 1. November. Es ist der Tag, der der Vielzahl von Heiligen gewidmet ist, zu denen Maria und Josef, Nikolaus von Myra, Martin von Tours und viele weitere zählen. Da Allerheiligen immer am 1. November ist, fällt Halloween, also der Abend vor Allerheiligen, jedes Jahr auf den 31. Oktober. Bei Halloween verschmelzen allerlei Bräuche und Sagen. Die geläufige Kürbis- bzw. Rübenlaterne geht zum Beispiel auf die Geschichte des Iren Jack Oldfield zurück. Es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte. Eine davon besagt, der mürrische Hufschmied Jack habe den Teufel mit einer List dazu gebracht, auf einen Baum zu klettern. Als dieser auf dem Baum war, schnitzte Jack Kreuze in die Rinde, sodass der Teufel auf dem Baum gefangen war. Als Jack Oldfield schließlich starb, blieb ihm aufgrund seiner Missetaten der Weg in den Himmel verschlossen. Und auch der Teufel wollte ihn nicht bei sich haben. Er sollte also auf ewig in der Dunkelheit umherirren. Einzig eine Rübe und ein Stück Kohle gab der Teufel ihm, die ihm den Weg durch die Dunkelheit erleuchten sollten. Und daher schnitzte ich eine Rübenlaterne. Da in den USA mehr Kürbisse als Rüben wachsen, wurde die Rübenlaterne schließlich durch die weit verbreitete Kürbislaterne ersetzt. Anstatt den Kürbis mit hübschen Mustern zu verzieren, Och nee, das ist ja herzallerliebst. Kommt mal her, schaut mal! Schnitzten die Menschen grimmige Gesichter hinein, um böse Geister zu verscheuchen. Halloween ist allerdings auch eine Unruhenacht, eine Nacht der Streiche. Die gruseligen Kostüme zu Halloween dienen dazu, unter den echten umherwandelnden Geistern, Zombies und Vampiren nicht aufzufallen. Oder sie dienen einfach dazu, Spaß zu haben. Und so ziehen schließlich kostümierte Kinder von Haus zu Haus und fordern Süße, sonst gibt's Saures! Denn Halloween ist eine Nacht voller Schabernack, eher aber eine Nacht voller Bäuche. So, ich glaube, wir sind fertig. Sieht doch wirklich schön schaurig aus. Und jetzt erzählen wir uns Gruselgeschichten. Also, eines Nachts machte eine Gruppe Kinder einen Ausflug zu einer kleinen Holzhütte auf einem kahlen Berg. Der Nebel war so dicht, dass sie kaum einen Meter weit sehen konnten. Plötzlich schoss aus dem Nebel ein... Hallo, hallo mein Freund. Na, warst du wohl ein braver Vogel? Piep, piep. Was? Nein, ich bin der Nikolaus, wirklich. Und das ist mein Knecht, Knecht Ruprecht. Hallöchen. Hallo, du. Piep, piep. Anselm, du bist wirklich ein Miesepeter. Piep, 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 piep. So, ein Schoko-Nikolaus willst du aber, ja? Dann solltest du aber auch wissen, wer sich hinter dem echten Nikolaus verbirgt. Oh!
Nikolaus bzw. Nikolaus von Myra ist ein Heiliger, der etwa um das Jahr 300 Bischof der Region Myra in der heutigen Türkei wurde. Allerdings gibt es kaum gesicherte Erkenntnisse zu dieser Person. Um die Figur des Nikolaus ranken sich jedoch allerlei Mythen und Legenden, die Nikolaus als wundersamen Helfer in der Not darstellen, weshalb er unter anderem als Schutzheiliger der Kinder gilt. So gibt es eine Legende, die besagt, er habe drei Töchter aus großer Armut geholt, indem er ihnen drei Klumpen Gold durch den Kamin warf, die in ihren Socken landeten. Die Verbindung ist schnell hergestellt. Vom heiligen Nikolaus leitet sich auch der Weihnachtsmann ab. Bis ins Jahr 1900 war sogar in vielen Gegenden der 6. Dezember, also der Nikolaustag, der Tag der Bescherung, wie wir sie heute, Heiligabend, begehen. Merry Christmas! Erst im Rahmen der kirchlichen Reformation durch Martin Luther wurde der Tag der Geschenke auf die Geburt Jesus, also den 24.12. gelegt. Und Knecht Ruprecht? Das ist der düstere Gehilfe des Nikolaus. Während Nikolaus für Güte steht und die artigen Kinder und Vögel beschenkt, droht sein Knecht den unartigen Kindern und Vögeln mit der Rute. Keine Angst, das ist nur ein Staubwedel. Gesundheit. So, einen Baum haben wir nun auch. Warum? Naja, ursprünglich ist das gar kein religiöser Brauch. Menschen fühlen sich zu immergrünen Pflanzen wie Tanne und Lorbeer schon lange hingezogen. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Dass diese Pflanzen vor dem Winter ihre Blätter nicht abwerfen, symbolisierte für viele Menschen Lebenskraft und Fruchtbarkeit, weswegen sie sich diese Pflanzen gerne ins Haus holten. Außerdem sollte ihr Geruch böse Geister vertreiben. Und der geschmückte Weihnachts- bzw. Christbaum geht womöglich auf Adam und Eva zurück. Am 24. Dezember ist nicht nur Heiligabend, es ist auch einer der Tage, die dem Gedenken an Adam und Eva gewidmet sind. An diesem Tag wurde früher klassischerweise die Vertreibung aus dem Paradies aufgeführt, also die Geschichte, wie Eva vom Teufel in Gestalt einer Schlange überredet wurde, einen Apfel vom Paradiesbaum zu pflücken, obwohl Gott ihnen das verboten hatte. Adam konnte Eva davon nicht abhalten und so mussten sie das Paradies verlassen. Weil der Gedenktag der 24. Dezember und damit mitten im Winter ist, hat man zur Aufführung eine Tanne mit Äpfeln geschmückt. Und heute? Heute schmücken wir unsere Bäume mit Kerzen, Kugeln, einem Stern, Figuren, was einem eben so gefällt. Wie schön. Anselm, wir haben gerade mal die erste Kerze am Adventskranz angezündet und damit die Adventszeit eingeläutet. Bis Weihnachten dauert es noch ein paar Wochen. Es heißt ja nicht umsonst, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Der Weihnachtsmann?
Naja, das Christkind war vor dem Weihnachtsmann die Figur, die den Kindern die Geschenke gebracht hat. Und in vielen Regionen, auch in Deutschland, ist das Christkind nach wie vor vorherrschend. Wenn das Christkind endlich kommt, kein Wunder, dass für Kinder und ungeduldige Vögel der Adventskalender eingeführt wurde. Ab dem 1. Dezember öffnest du jeden Tag ein Türchen und wenn du das letzte Türchen geöffnet hast, ist Heiligabend. 24 Türchen und am 24. ist Heiligabend und an diesem Abend bekommst du deine Geschenke. Früher waren in den Kalendern übrigens meist Bilder hinter den Türchen versteckt. Später kamen dann Kalender mit kleinen Schokotäfelchen auf. Und heute gibt es in Bezug auf Adventskalender fast nichts, was es nicht gibt. Advent meint übrigens Adventus Domini, also die Ankunft des Herrn, womit die Geburt von Jesus Christus gemeint ist. Klassischerweise öffneten auch erst zu Beginn der Adventszeit die ersten Weihnachtsmärkte. Heute ist das oft schon früher der Fall. Und es wird geschlemmt. Man denke da nur an allerlei traditionelle Süßspeisen in der Weihnachtszeit, wie Marzipankartoffeln, Printen, Lebkuchen, Spekulatiusstollen und Plätzchen. Und das, obwohl die Adventszeit früher eigentlich eine Fastenzeit war, also eine Zeit des Verzichtens. Außerdem schmücken in der Adventszeit die Menschen ihre Häuser zum Beispiel mit Lichterbögen, Lichterketten und vielerorts sieht man auch Figuren von Maria und Josef und dem Jesuskind in einer Krippe. Und schließlich ist Heiligabend. In der Nacht vom 24. zum 25. soll Maria Jesus, den Sohn Gottes, in einem Stall bei Bethlehem zur Welt gebracht haben. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Mann Josef. Und das Christkind, das sollte einst Jesus versinnbildlichen. Aber denk dran, genieß nicht nur Weihnachten, sondern auch die Adventszeit. Es ist noch nicht so weit. Wir müssen schon noch bis 0 Uhr warten, Anselm. Piep, 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 piep. Pass auf, die Zeit geht schneller rum, wenn wir uns ein wenig beschäftigen und ich euch ein bisschen was über Silvester erzähle. Zunächst einmal habe ich aber etwas für euch. Denn es ist Brauch, am Silvesterabend, also am letzten Abend des Jahres, Glück zu verschenken. Beispielsweise Glücksschweine, vierblättrige Kleeblätter, Schornsteinfeger, Hufeisen und Marienkäfer. Und zwar als Marzipanfiguren, Dekoartikel, Blumentöpfe oder allerlei andere Artikel. Mit solch einem Geschenk wünscht man Glück für das neue Jahr. Blei bzw. Wachsgießen ist ebenfalls ein beliebter Brauch. Man erhitzt Blei bzw. Zinn oder Wachs und gießt diese Flüssigkeit in kaltes Wasser, wo sie sich sofort verfestigt und irgendeine Form annimmt. Man holt das Gebilde aus dem Wasser und schaut, was es darstellen und was einem das für das neue Jahr bedeuten könnte. Der Wunsch nach einem guten Rutsch ist übrigens nicht wörtlich zu nehmen, sondern geht vermutlich auf den falsch verstandenen jiddischen Neujahrswunsch Gutrosch zurück, was guter Anfang bedeutet. Außerdem verbringt man den Abend mit allerlei Spielen, Snacks, Fernsehprogrammen, Musik und was einem noch so einfällt. Immerhin muss man ein paar Stunden rumkriegen. Und dann rückt die Stunde 0, also Mitternacht, ganz nahe.
Habt ihr euch denn schon einmal gefragt, warum wir im Moment noch das Jahr 2023 haben? Piep, 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 piep. Heißt das, die Erde ist erst 2023 Jahre alt? Oder gibt es womöglich den Menschen erst seit 2023 Jahren? Weder noch, die Erde ist viel, viel älter. Und auch den Menschen gibt es schon wesentlich länger. Zeit, also Tageszeiten, Jahreszeiten. Sind weder Gott gegeben noch vom Himmel gefallen, obwohl sie mit beidem zu tun haben. Für uns gilt als Jahr 0 das Jahr von Christus Geburt, obwohl diese nicht exakt 2023 Jahre zurückliegt. Und der 1. Januar gilt als Datum des Jahresanfangs, weil das Papst Gregor der 13. Ende des 16. Jahrhunderts so festgelegt hat. Man zählt die Jahreszeiten ja beginnend mit dem Frühling auf. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und tatsächlich begann das Jahr vor Papst Gregor dem 13. auch mit dem Frühling. Seit seiner Kalenderreform starten wir kurz nach dem Winteranfang ins neue Jahr. Aber nicht alle Menschen auf der Welt glauben an das Christentum und damit an Jesus Christus. Insofern gilt auch nicht für alle Menschen weltweit der 1.1. als Neujahrsanfang. Und es gibt neben unserem nach Papst Gregor benannten gregorianischen Kalender auch noch andere Kalender mit ganz anderen Jahreszahlen. Und den heutigen Tag nennt man Silvester, weil dies der Todes- und damit der Gedenktag an den heiligen Papst Silvester den Ersten ist, der allerdings bereits im Jahr 335 gestorben ist. Piep, 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 piep. Was Zeit mit dem Himmel zu tun hat? Das beruht auf dessen Beobachtung, der Beobachtung von Sonne, Mond und Sternen. Ein Tag ist eine Umdrehung der Erde um sich selbst, ein Jahr grob eine Umrundung der Sonne. Und jetzt ist es wirklich gleich soweit. Zeit für ein paar Feuerwerksraketen, um die bösen Geister zu vertreiben. Frohes neues Jahr! Anselm und ich würden uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und uns auch sonst weiterempfehlen würdet.